Libanon. Ein Vlog. Ja, wenn man unschwer erkennen kann. Ja, und jetzt sind das halt so eine Art Holzscheidex-Weder, also der Himmel ist schon zugezogen, aber es tut normal nichts. Über das Wochenende, Samstag, Sonntag, Montag, soll es jetzt eben recht schön wieder werden, das waren ja 30 Grad und danach wieder Regen, wenn er sich diesmal nicht täuscht. Genau. Und geschenkt das Lürmetz, ne? Ja, das meiste haben wir jetzt schon gemacht, da haben wir diesmal circa 10 Hektar zum Mahnen, den Rest lassen wir stehen, beziehungsweise ist schon abgemahnt, also Maikosen her eben, und genau, zweiter, dritter Schnitt ist bei uns eigentlich auch relativ wenig, weil wir eben mehr Stielauszucht für das Einrasen gibt. Ne? Für ein frisches Rost. Ja. Dann Klee werden wir dann auch noch niederstecken, oder das Klee, LKG, weil das Zeit schon nicht lang war, den wollten wir nicht einrasen, aber der hat dann nach der Kälteperiode, wo es dann recht warm war, ist, da hat der Superteil umgeschaut. Der hat jetzt einen Projekt auf Instagram gesagt, ich möchte das 60 gehen. Wir machen das aber so im Frühjahr einmal recht bald an und danach schirbt der meistens so wie die Sau. Also wie gesagt, da haben wir auch einen Dünger nicht hin, komplett Selbstversorger, wo man gerade schon sagt. Genau. Ja. Jetzt sind wir auch gerade an der buckligsten Stelle von der Wiese. Das ist eben so ein Kreuz, sage ich mal, wo zusammengelascht worden ist. Vor gerade nicht. Jetzt auch schon über 10 Jahre her, meine ich. Das ist schön. Ich war das erste Mal da mit dem Bub gefahren. Oder bin ich das erste Mal da mit dem Bub gefahren? Ich war, glaube ich, 8 Jahre alt. Ich kann es ausreden, wenn es nicht 23 gibt. Genau, da ist die Zahndauscht worden und da, wo ich jetzt bin, war quasi ein Feldnachbar und zwischendrin war ein anderer, der hat ein Feld gehabt und da merkt man eben, da Tieren die Acker fürchten. Ja. Ist halt so. Das war früher Vogelwild. Da ist da hingekommen, gegangen, da wiegt 4,10 Meter um, 3,40 Meter und nein, ganz gut. Von dem her bin ich schon froh, dass wir die zusammengelascht haben. Aber gestern hat es recht kagelt bei uns auch. 3-4 cm große Kagelkerne im Schnitt. Uns hat es Gott sei Dank nicht viel da, also der Draht steht noch einwandfrei, der Mais steht noch einwandfrei, natürlich hat er mal die Sache da unten den Blatt abgeschlagen, aber sonst halt, der steht. Habe ich auch schon andere Bilder gesehen. Zum Aufglück gehört es nicht dazu. Das ist natürlich schon ein herber Verlust, wenn da der ganze Mais zusammengeschlagen ist. Und so habe ich vorher gerade im Radio gehört, was auch über 10.000 Hektar oder was da zusammengehört hat. Genau, das war gerade schon ein Telefon. So, jetzt wollte ich gerade noch mal schnell einen Bestand vom LKG-Gras zeigen. Also wie gesagt, im Frühjahr haben wir abgemacht und ja, bis jetzt halt am Muttertag umeinander war das. Haben wir es einmal abgemacht, machen wir jedes Jahr so und danach schöpft das eigentlich brutal an. Wie gesagt, kein Dünger, nichts. Genau, und letzte Woche haben wir eben angefangen, da vorne zum Blasen. Das heißt, dies da ist jetzt vor einer Woche gemacht worden, für dieses ist eigentlich eh schon wieder recht gut. Ja, je nachdem, je weiter da mal rauskommt, desto mehr muss man halt einen Tag dazu rechnen. Ich sage jetzt mal, also das Äußere wird jetzt circa vielleicht 2 Wochen heute. Genau. Und ja, ich komme mich einmal da daneben stellen. Das Haus ist dann natürlich schon ziemlich hoch. Wie gesagt, ich habe einmal 61 gemessen. Das ist natürlich durch den Hagel hat es ein bisschen niederdrückt ist. Werde jetzt auch gehen zum Mann. Aber das können wir schon wieder. Genau. Und wie gesagt, ich bin nach wie vor total überzeugt von dem Zeiger, weil es einfach. Du musst die Black sagt, brauchst dich nicht wirklich drum kümmern. Ich weiß nicht, ob das voll Schummer kommt, aber du kannst das einfach wachsen lassen, du kommst zum einen raus und du hast danach keine Arbeit mehr. Genau. Und das ist halt bei den normalen Dauergrünland ist das halt ein bisschen anders. Der braucht einmal einen Dünger, der braucht eine Nadel. Genau. Und, ja. Wie gesagt, normal halten wir es eingrasen, aber das ist uns dann jetzt, wo es so schön wieder geworden ist, einfach so dermaßen davon gewachsen, da wir gesagt haben, das sollen wir jetzt, weil das sind es ein paar Taugen leider. Genau. Ja, da hier hinten habe ich jetzt auch noch mal ein kleines Sicht ausgemacht, weil wo es jetzt oben steht, das kommt wieder zum Eingrasen. Und bei dem Weg, wo ich jetzt ausgemacht habe, das sehen wir so, wenn es einmal ein, 2 Tage ringt, dann ist es dermaßen nass und du ziehst halt nur Glasen rein mit dem Ladewagen. Und ja, deswegen haben wir gesagt, das soll immer jetzt weg, weil da hat keinen Taugen, wenn du jetzt die ganze Zeit deine Glasen kaputt machst. Genau. Jo. Sonst, da ich sagen, steigen wir auf, machen wir das einmal zusammen, oder? Dann haben wir eh schon wieder fertig mit dem Mann. Also diesmal haben wir gerade. Wie lang? 8 bis 10 Hektar. So. Geschätzt. Genau. Ferguson haben wir jetzt gespart, im Hintergrund seht ihr eh schon, oder habt ihr gerade schon gesehen wahrscheinlich. Dann haben wir mit dem 24 genommen, ein bisschen Schwadern. Eigentlich wollte ich zum zweiten Schnitt schon den großen Schwader damit fahren. Jetzt ist eben das Problem, dass ich heute in der Früh erst die E-Mail gekriegt habe, dass die Steuergeräte losgeschickt werden. Das hat jetzt auch noch mal eine Zeit gedauert, die waren nicht lieferbar. Genau, ja, ist halt so. Dann halt zum nächsten Schnitt. Ich muss da eh noch an der Hydraulik ein bisschen was umbauen. Werden wir dann demnächst einmal machen, wenn die ganzen Sachen da sind soweit. Genau. Ja, jetzt haben wir da einen Klee erinnert und da haben wir uns jetzt dazu entschieden, dass wir das Ganze einfach einmal umdrehen gerade. Also haben wir es jetzt an Mittag und auf Nacht um 6 Uhr sowas kommt der Ladewagen. Unten drunter ist doch noch ein bisschen feuchter. Genau, und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, dass wir es einfach so umschmeißen und ein Lohnunternehmer ist es lieber, wenn wir nicht gar dicke Zeilen machen. Deswegen machen wir das jetzt mit dem kleinen Schwader eben über eine Zeile umschmeißen und ja, wie es halt ausgeht, manchmal 2 Zeilen, 1,5. Wie es halt ausgeht, genau. So. Ja, vorne zeigt es eh, da fehlt noch der Kühlergrill. Sau teuer, das blöde Plastik drum. Ich glaube, das ist glaub ich, auch das, bis auf die Steuergeräte, das zweitteurigste, eben, was ich bestellt habe. Also wirklich brutal, kostet 400 € so ein Scheiß drum. Das merkst du auch. Eigentlich habe ich die da vorgehabt, dass ich vielleicht einen aus Alu nehme. Da hat eigentlich auch ganz edel ausschauen, aber der kostet 500 €. Das ist mir auch nicht wert, weil fährst du da irgendwo rein, dann ist das auch hinüber. Genau. Und ja. Ich werde auch da mitgeliefert mit der Bestellung. Das Ganze habe ich jetzt auf Schlepperteile.de bestellt, das ist jetzt keine Werbung. Ich sage jetzt einfach so für den einen oder anderen, der wo vielleicht auch ein paar Teile sucht, die haben wir eigentlich schon relativ früh, auch zu einem recht guten Preis eigentlich. Genau. So jetzt schön, wenn ich alles aus einem Shop bestellen kann oder nahezu alles aus einem Shop. Weil alle aus 10 verschiedenen Shops zum Bestellen, das gefällt mir gar nicht. Einer relativ günstig und ja. Deswegen habe ich jetzt da mal was bestellt. Vielleicht Kinder da war auch andere Design. Die waren auch die einzigen, die wo gescheite doppelwirkende Steuergeräte gehabt haben für den. Genau. Ja. Es wert, nur Bullock, es wert. Aber du bist ja was wert. Ja, da werden wir jetzt das Ganze dann umdrehen. Da hinten habe ich dann noch so ein kleines Stückchen, das habe ich eigentlich eh verzählt, da wo so was los ist. Genau, das mache ich dann auch noch mit dem. Ich habe mich jetzt auch nicht gefreut, mit dem großen Schwader da hinten zu fahren wegen den Busse. Ja, sonst ist eigentlich jetzt schon alles geschwadert und Marco macht jetzt da hinten mit dem Balkenmäher noch ein bisschen den Feldrand aus, weil wir da nicht genau wissen, was da drin ist. Ist nämlich auch schon mal vorgekommen, dass da etwas Steine hingelegt hat beim Gruppen oder beim Storklaum und dass man da nochmal eine Scheine gemacht hat, eventuell auch mit einem etwas teureren Mähwerk als wir haben. Genau, und deswegen haben wir die Feldränder gleich einmal im Jahr mit dem. habe leider die Kamera vergessen, sonst hätte ich schon mehr aufgenommen. Der Marco hat jetzt mein Handy vorher noch schnell ein bisschen was aufgenommen. Tut mir leid, habe ich leider im Auto liegen lassen, weil ich einen Lader geholt habe. Genau. Jetzt haben wir da gerade noch zudecken. Es ist jetzt ungefähr, ja, nein, was wäre jetzt gewesen sein? Ein Drittel von dem, was beim ersten Schnitt rausgekommen ist, vielleicht ein wenig mehr. War eh klar, war abzusehen, weil wir jetzt neben viel weniger isoliert haben. Das sind jetzt ungefähr 6,5 Hektar. Genau. Ja, 6,5 Hektar sowas sind es. Genau. Ja, das werden wir jetzt dazu decken. Kriegt wieder ein kleines Zeitraffer. So, jetzt haben wir es, was haben wir es denn überhaupt? Halbe 10. Jetzt sind wir fertig mit Inselieren. Zu deckt das alles. Ja, noch ein bisschen schwitzen müssen. Genau, jetzt werden wir noch schnell ein bisschen grillen und dann ist der Abend oder der Tag auch schon wieder um. Morgen ist Sonntag, da haben wir nichts. Genau, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Wobei, wenn ich nicht um die nächste Woche da bin, müsst schauen, ihr seht es da dann nicht. Genau, dann sage ich auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Servus.